Fantasie zu haben wird meist nur positiv eingeschätzt. Ist dies wirklich gerade im Rahmen eines erfüllenden Lebens sinnvoll? Das möchte ich heute mit Euch besprechen. Guten Morgen! Fantasie bedeutet, dass man Dinge im Geist formt, die nicht real sind. Das hat durchaus seinen Nutzen, gerade in kreativen Schaffensprozessen. Aber die Frage stellt sich, ob die Entfremdung der von uns wahrgenommenen Realität nicht auch Schattenseiten hat. Denken wir doch nur daran, wenn sich Menschen Luftschlösser in der Zukunft bauen, anstatt konkret an dem Haus zu arbeiten, vor oder wenn wir von unserem Geisteszustand reden, in dem wir stehen oder leben. Ich werde irgendwann zufrieden sein, wenn. Ich muss nur noch über das oder dieses hinwegkommen, muss das verarbeiten oder ich muss noch etwas abbezahlen oder. Ein Traum wird kreiert in der Zukunft durch die Fantasie, eine Wunschvorstellung. Und damit wird eine Erwartungshaltung kreiert und zeitgleich die aktuelle Situation in irgendeiner Form als unschön dargestellt, weil es ja noch ein Optimum gibt. Diese Wunschvorstellung in der Zukunft. Und aktuell? Ja, ist nicht optimal, ist nicht gut. Aber macht es wirklich Sinn, die aktuelle Situation, die die Folge natürlicher Prozesse universeller Gesetzmäßigkeiten ist, in irgendeiner Weise als nicht korrekt, als unschön darzustellen? Erhebt man sich dadurch nicht über die Natur? Und das ist nur ein Aspekt. Neben der Tatsache, dass man das jetzt nicht akzeptiert, erschafft man mit seiner Fantasie eine ständige chronische Unzufriedenheit, solange das Ereignis oder der Zustand nicht eintritt, den man sich erträumt hat, der irgendwo in der Zukunft liegt. Und was denkt ihr, was passiert, wenn der Zustand dann noch eingetreten ist, den man sich erträumt hat? Man hat ja dann die Erfahrung gemacht, dass man seine Fantasie nutzen kann, indem man Träume kreiert mit seiner Fantasie, die dann auch irgendwann eintreten. Das ist die Erfahrung, die man gemacht hat. Also warum sollte ich dann nicht jetzt einen neuen Traum kreieren? Es finden sich doch bestimmt mehr als genug Dinge, mit denen man jetzt unzufrieden ist. Und damit kultiviert man wieder die Unzufriedenheit der aktuellen Situation, da immer irgendwie noch was besser geht. Merkt ihr, wie gefährlich Fantasie sein kann? Ich persönlich versuche aufzuhören zu träumen, sondern ich kreiere oder und akzeptiere. Wenn ich eine Unzufriedenheit spüre und irgendwie das nicht akzeptieren kann, dann setze ich mich ganz konkret jetzt hin und jetzt damit auseinander und fantasiere nicht von einem besseren Zustand und welche Umstände eintreten müssten, damit dieser unzufriedene Zustand in irgendeiner Weise aufgelöst werden könnte in der Zukunft. Und wenn ich das eben ja nicht kann, dann muss ich versuchen, diesen Zustand, der im Endeffekt eingebildete Negativität ist, ja, in irgendeiner Weise ja, mich von dieser eingebildeten Negativität befreien und diesen Zustand anzunehmen. Entweder mit Akzeptanz oder mit Transzendenz. Was nicht unbedingt das gleiche ist. Ich habe da schon mal ein Video dazu gemacht, zu Transzendenz mit der Durchlässigkeit und Akzeptanz. Akzeptanz ist auch oftmals, dass man eine Mauer baut. Das ist also nicht dasselbe. Aber kommen wir zurück zur Fantasie. Fantasie kann noch schlimmere Auswirkungen haben als gerade gezeigt. Nämlich indem man nicht nur positive Träume entwickelt, sondern auch negative Szenarien sich ausmalt. Man setzt sich quasi einer Situation aus, die sehr belastend ist, die aber noch gar nicht eingetroffen ist. Das kann für einen geübten Geist durchaus auch Sinn machen. Auch ich benutze dieses Worst-Case-Szenario-Instrumentarium auch,
Aber das sollte man wirklich nur dann tun, wenn man in der Lage ist, alles, und damit meine ich wirklich alles, potenziell zu akzeptieren, was in diesem Szenario auftauchen könnte. Und sich dann eben auch von diesem Leid und von diesen Ängsten, die damit vielleicht hochkommen könnten, auch wieder lösen kann. Nur dann macht oder kann es Sinn machen. Für die meisten bedeutet die Fantasie zu nutzen in Form von Worst-Case-Szenarios nur ein Fördern von Ängsten. Und das Argument, dass man zum Beispiel mit positiven Affirmationen diese Dinge beschleunigen kann, das ist genauso entgegengesetzt wirksam bei negativen Gedanken, weil die neuronale Struktur in unserem Körper ist, funktioniert bei positiven wie negativen Dingen genauso. Wie wäre es, einfach das, was wir als positiv oder was wir als negativ oder als wünschenswert oder als nicht wünschenswert beurteilen, wenn wir das einfach weglassen? Wenn wir das einfach weglassen, wie wäre das dann? Was wäre das für eine Welt? Kaum einer schafft das, brauchen wir nicht zu reden. Aber wie wäre denn eine Welt fernab von positiv, von negativ, von nicht wünschenswert oder von wünschenswert? Wäre das nicht das Ideal? Wenn wir alles so annehmen können, wie es ist? Wenn wir nicht urteilen, sondern wir einfach die Dinge so annehmen, wie sie sind? Ist das nicht offensichtlich, dass das das Ideal ist? Fantasie kann zweifellos eingesetzt werden, um ja, überhaupt auch erstmal so eine Blaupause davon zu machen, was wir ändern wollen. Aber was wir bedenken müssen, ist, dass Fantasie, also dieses Ausmalen, dieses Szenarien bilden, dass das nichts anderes ist als Denken und damit ein Instrumentarium. Wir sind nicht der Denker. Wir sind der, der das Denken nutzt. Wir sind der, der die Fantasie nutzt. Dann macht das Sinn. Lasst uns diese Fantasie sinnvoll einsetzen als Instrument. Aber daran scheitert es vor allem in dem Umfeld, was ich persönlich wahrnehme, offline wie online. Die Menschen identifizieren sich meist sehr stark mit dem Denker. Oft denken sie auch, dass sie der Denker sind, dass nichts anderes außer der Denker sie ausmacht. Und dann wird Fantasie zur Realität. Und die wahrgenommene Realität ist letztlich nur eine Illusion, in der diese Menschen dann leben. Jeder Mensch, der Ängste hat, der lebt in einer Illusion. Habt ihr Ängste? Jeder Mensch, der Wünsche hat und damit Emotionen verknüpft, die einen Einfluss auf das reale Leben haben und die Sinne trüben, lebt in einer Illusion. Habt ihr Wünsche? Ein großer Punkt, wenn es um Zufriedenheit geht, ist Wahrhaftigkeit zu erkennen. Und Wahrhaftigkeit liegt im Sein, nicht im Denken. Fantasie ist Denken. Es ist eine oft genutzte Praxis in meditativen Übungen, in Klöstern und spirituellen Anlagen, auf die Dinge zu fokussieren, die man tatsächlich hört, die man tatsächlich sieht oder die man tatsächlich spürt, und das Denken fernzuhalten oder vorbeifließen zu lassen. Der erste Schritt ist zu erkennen, dass wahrscheinlich jeder von uns tagsüber, entweder über kürzere Phasen oder über längere Phasen, in einer Illusion lebt. Das ist der erste Schritt, das erstmal anzuerkennen, dass es nichts mit der Realität zu tun hat. Schaltet eure Fantasie einfach mal ab und konzentriert euch und fokussiert euch auf das, was ihr tatsächlich seht. Oh, da ist ein Baum. Interessant. Ich spüre den Wind auf meiner Haut. Interessant. Ich höre einen Vogel, der zwitschert. Interessant. Und so weiter. Ihr werdet keine Probleme haben. Selbst wenn ihr euch gestoßen habt und ihr Schmerz spürt, werdet ihr, solange ihr den Schmerz spürt, nur schreien. Aah!
Erst wenn ihr darüber anfangt nachzudenken, ob ihr nun auf der Arbeit ausfallt und damit Aufträge verloren gehen oder Kundschaft nicht mehr da ist oder wie lange die Verletzung gehen wird, was es überhaupt ist und ob ihr zum Arzt gehen solltet, da fangen die Unzufriedenheiten an. Ihr malt euch mit eurer Fantasie entweder ein positives oder ein negatives Szenario in der Zukunft aus. Beides führt, wie eingangs gezeigt, zu negativen Dingen, negativ wahrgenommenen Dingen für euer Ego. Darüber reden wir hier. Es gibt kein Positiv und Negativ, aber vieles empfinden wir als negativ. Und das ist der Konsens, über den ich hier zugrunde lege. Lasst den Schmerz einfach Schmerz sein. Schreit! Au! Super! Ah, Schmerz. Interessant. Und keine Angst, wenn ihr über 2-3 Wochen Schmerzen habt und die nicht zurückgehen, dann meldet sich schon eure Konditionierung, die sich da nennt, ich muss dann mal zum Arzt, von ganz alleine. Dann müsst ihr euch keine Sorgen machen. Mhm. Ah, Christian redet. Interessant. Ich gehe jetzt essen. Hunger. Ah, interessant. Essen. Laufen. Kacken. Schlafen. Ah, interessant. Denkt mal nicht darüber nach. Bis morgen, euer Christian.